Der FC Wacker Innsbruck steht diesmal nicht am grünen Rasen im Mittelpunkt, sondern im Hypo-Veranstaltungssaal in Innsbruck. Rund 100 Vereinsmitglieder treffen sich zur Generalversammlung des Fußballclubs. Finanzreferent Johannes Masoner präsentiert die wirtschaftliche Bilanz des Traditionsvereins. Für die Spielsaison 2007-2008 kann der Verein einen Gewinn von über 80.000 Euro vorweisen. Die Entlastung des alten Vorstandes erfolgt dementsprechend einstimmig. Walter Kogler, Trainer der Herrenmannschaft des FC Wacker Innsbruck, zieht eine Zwischenbilanz über das sportliche Ergebnis. In dieser Spielsaison will Schwarz-Grün den zweiten Tabellenplatz erobern, ehe es im nächsten Jahr dann um den Aufstieg in die höchste Spielklasse gehen soll. Drei bekannte und sechs neue Gesichter bilden in Zukunft den Vorstand des FC Wacker Innsbruck. Als Obmann wird in Zukunft Johannes Masoner agieren. Mit an Bord bleiben Helmut Mutschlechner und Christian Kurz. Neu im Vorstand des FC Wacker Innsbruck sind Landtagsvizepräsident und Rechtsanwalt Hannes Bodner, Fritz Unterberger, der erfolgreich im Bereich des Autohandels und im Immobilienbereich tätig ist, Franz Turner, Bauunternehmer aus dem Oberland, Erwin Tögel, ehemaliger Bankdirektor, Kaspar Plattner, in Innsbruck mit einer Werbeartikelfirma tätig, und Martin Weberberger. Ziel des neuen Vorstandes ist, das bisherige Budget von rund 4 Millionen auf rund 6 Millionen zu erhöhen. Neben der Kampfmannschaft in der ADEC 1. Liga sind beim FC Wacker Innsbruck auch zahlreiche Nachwuchsteams sowie Damenteams beheimatet. Sehr erfolgreich präsentiert sich das Amateurteam des FC Wacker in der UPS Tiroler Liga. Die Jungs von Roland Ortner stehen unangefochten an der Tabellenspitze. Ein besonderer Höhepunkt: Altobmann Gerhard Stocker übergibt an die neuen Mitglieder des Vorstandes die FC Wacker-Dressen mit der Nummer 10. Der Vorstand soll nach dem Wunsch von Stocker eine führende Rolle auf einem hoffentlich positiven Weg der Schwarz-Grünen übernehmen. Sportlich zeigt der FC Wacker Innsbruck am nächsten Tag beim Heimspiel gegen Gradkorn eine zufriedenstellende Leistung und gewinnt sicher mit 4:1. Am 1. Mai findet im Tivoli der große Westschlager gegen Red Bull Salzburg statt. Spielbeginn ist um 18 Uhr.